Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ab dem 1. Februar, das heißt morgen, könnt ihr die Paradox-Pokémon in der VGC in den Rank-Matches online benutzen. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, mal die besten Karmesin-Paradox-Pokémon, die besten Purpur-Paradox-Pokémon jeweils in ein Team zu packen und damit das bestmögliche Team zu bauen. Und hier seht ihr das erste Team, das Karmesin-Team mit den Vergangenheitsformen. Mit dabei Riesenzahn, Sandfell, Kriechflügel und natürlich, ich glaube, das beste Paradox-Pokémon, Flatterhaar. Mit dabei Kürtel und Gengar. Sehr, sehr wilde Taktiken kann man damit fahren. Da werde ich auch gleich ein bisschen was zu erklären. Das sind erstmal die Pokémon. So eine grobe Übersicht. Was man hier schon mal sagen kann, ist die Items, die drauf sind. Riesenzahn, komplett Death mit Beulenhelm. Kürtel, Sonntagleger mit Heißbrocken und Dürre natürlich. Flatterhaar mit Offensivweste, seht ihr auch gleich warum. Sandfell mit einer Energiekapsel und Erdanziehung, um das schon mal vorwegzunehmen. Gengar mit einem Fokusgurt, Hypnose und Traumfresser. Und Kriechflügel mit Lebenorb, der so einfach nur richtig, richtig reinböllern. Da könnt ihr auch gleich ein ganz kleines bisschen Gameplay zu sehen. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen näher rein, wie ich die Dinger trainiert habe. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit Riesenzahn an. Der ist Terra-Typ Eis. Wie gesagt, Item Beulenhelm. Und jetzt guckt euch diese Werte an. 400 Verteidigung mit Paleosynthese. Das heißt, im Sonnenschein wird der höchste Wert nochmal um 1 geboostet. Dann hat er 600 Verteidigung. Mit dabei Protzer. Das wäre dann nochmal plus 1. Dann hätte er 800 Verteidigung. Das Ganze mit Beulenhelm. Kann richtig, richtig krasse Wall sein. Und dann Erdbeben drauf, ist klar. Mit Step-Boden. Abschlag drauf, ist immer eine gute Waffe gegen alle Pokémon, um die Items wegzuhauen. Und Eiskreisel, weil Eis relativ viele seiner Schwächen kontert und Felder wegmacht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel gegen ein Britz-Igel-Team, also gegen ein Purpur-Team spielt, wogegen dieses Team etwas schwächer ist, könnt ihr das Feld wegmachen oder auch ein Servol oder jedwede Felder könnt ihr mit Eiskreise wegmachen. Auf jeden Fall sehr wichtig, in dem Team ein Pokémon bzw. eine Attacke dabei zu haben, um Felder wegzubekommen. Als nächstes Sandfell. Die Werte sind gar nicht so extrem krass. 355 Spezialangriff wird nochmal geboostet durch Sonntag, ist sehr gut. 300 Init ist auch okay. Terra-Typ Boden, aber das Wichtigste ist Erdanziehung. Erdanziehung macht, dass Pokémon durch Bodenattacken getroffen werden können, die Schwebe haben oder Typ Flug sind, aber macht auch, dass jede Attacke 66% mehr Trefferchance hat. Und das in Verbindung mit Gengars Hypnose macht, dass Hypnose zu 100% trifft. Gengar hat 350 Initiative, Hypnose. Ich glaube, ihr könnt euch denken, was das bedeutet. Die Gegner werden einfach dauerhaft schlafen. Dann zusammen mit Traumfresser, Bürde sowieso extrem stark, mit Terra-Typ Geist und noch Eissturm dazu, damit man auf jeden Fall schneller ist. Ich hatte überlegt, auch vielleicht Kung-Fu-Strahl drauf zu spielen. Das ist immer ziemlich nice mit Hypnose zusammen. Ich finde aber Bürde bzw. Eissturm besser drauf. Als nächstes haben wir hier den Sonntag-Setter mit Kürtel. Das ist genau das gleiche Kürtel, was ich auch vorher schon in meinem Sonnenteam hatte. 380 Verteidigung, Hitzewelle drauf, Erdkräfte drauf, Schutzschild, Gena. Also ein ganz normales Standard-Set, auch kein Eruptions-Set. Einfach Full-Death, ein bisschen Schaden drauf. Wichtig ist halt, dass die Sonne rausbekommt. Flatterhaar ist sogar fast mein Flatterhaar für Glurak, was ich damals benutzt habe. Full-Spezialverteidigung, Full-Spezialangriff. Spezialangriff wird geboostet durch Paleosynthese, dann sind wir bei 600. Spezialverteidigung wird geboostet durch die Offensivweste. Terra-Typ Elektro. Ich hätte auch Terra-Typ Geist oder Fee nehmen können. Ich habe mich für Elektro entschieden, weil Elektro nur eine Schwäche hat. Und das ist die Bodenschwäche. Damit könnte man Donnerblitz nochmal stärker machen. Magieflamme muss drauf, weil es durch den Sonnentag geboostet wird. Spukball-Step, Mondgewalt-Step. Und der wird richtig, richtig, richtig reinbollern.
Der darf natürlich nicht gegen physische Pokémon reinkommen, also der darf nicht mal schief angeguckt werden von irgendeinem physischen Pokémon, dann stirbt er sofort weg, aber gegen alle Spezialangreifer wird er richtig, richtig nice sein. Und dann haben wir hier noch Kriechflügel. Und Kriechflügel wird richtig reinböllern. Die Idee ist, mit 400 Angriff, was nochmal geboostet wird durch Paleosynthese, sind wir bei 600, mit Lebenorb und dann Überrumpler. Überrumpler hat eine Priorität von plus 2 und ich kann hier mal gerade Überrumpler einblenden, wie viel Schaden das eigentlich reinhauen kann. Boah, Kriechflügel sieht ja mega cool aus, sehe ich ja jetzt erst. Das steht ja aufrecht. So, hier haue ich direkt einen Überrumpler raus. Und hier haue ich einen Gärner raus. Oh, ne, er macht bestimmt einen Bodenattack. Immer Schutzschild. Überrumpler könnte richtig wehtun jetzt. Richtig wehtun könnte das. Ich hoffe, er macht kein Schutzschild. Käfer, doppelte Stärke gegen Unlicht. Au ja, das tut weh. Au, das tat weh. Und er macht bestimmt Erdbeben oder so. Ja, Erdbeben. Hab ich gewusst. Ja, der Schaden ist mega, mega krass. Und die Idee ist, Überrumpler am Anfang zu drücken, dann mit Kehrtwende raus oder mit Flammenblitz drauf wieder. Der muss eine Feuerattacke mit Sonnentag, Morgengrauen, um sich zu heilen. Morgengrauen, 2/3 Heilung wegen Sonnentag. Also extrem, extrem geil. Das könnt ihr so nachbauen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz die Werte. Bei Kriechflügel, Init und Angriff hoch. Bei Flatterer, Spezialangriff, Spezialverteidigung. Gengar Spezialangriff Init, Kürtel Spezialangriff Verteidigung, Sandfell Spezialangriff Initiative und Riesenzahn KP und Verteidigung. Den könnte man tatsächlich übrigens auch mit Überreste spielen. Dann würde ich allerdings Schutzschild spielen anstatt Protzer. Das würde auch gehen. Hatte ich auch überlegt, aber ich will das mit Beulenhelm auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das so läuft und wie das funktioniert, vor allen Dingen, weil der Verteidigungswert halt nochmal geboostet wird durch Paleosynthese. Terra-Typ Eis, Boden, Feuer, Geist, ihr könntet aber auch Flug spielen, Elektro und Feuer auf Kriechflügel, ganz wichtig, damit Flammenblitz richtig, richtig schön reinböllert. Und ja, das ist das Team, ich kann euch noch keinen Leitcode geben, weil zum Zeitpunkt, wo ich das Team euch hier vorstelle, ist die VGC Season 3 noch nicht draußen. Das heißt, ich kann es nicht öffentlich machen. Oder kann man es doch öffentlich machen? Egal, ich werde es auf jeden Fall im Laufe der Woche für euch öffentlich machen. Morgen kommt das Team für die Pupu-Paradox-Pokémon. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like auf dem Video lasst. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, um nichts zu verpassen. Und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.